Das ist doch von Vorteil. Dann machen wir hier erstmal weiter. Haben wir ja gerade jemanden laufen hören? Oder waren das unsere eigenen Schritte? War die schon wieder paranoid? Minecraft, ist es wieder soweit? Wieso ist die Erde hier drüben gelandet? Ich habe die doch dort abgebaut. Muss man auch nicht verstehen. Ich will ungern das Ding überdachen und mit Glowstone-Lampen versehen, obwohl das bringt was beim Wachsen über Nacht. Ja, ich denke jetzt schon wieder ein bisschen weiter. Okay, Bären haben wir. Nein, wollen wir nicht. Hallo, was machst du? Nichts Gescheites auf jeden Fall. Und dann auch noch was da. Wir müssen erstmal unter Tage ein bisschen was an Stein abbauen. Da würde ich sagen, nehmen wir unsere kleine, bereits vorgebuddelte Höhle. Ja, Höhle kann man nicht sagen, unser kleiner Mineingang hier. Guck mal, die Eid haben wir ja zu Genüge da. Man kann sich so einige dieser neuen Gesteinsarten herstellen, aber nicht das Komatit. Basalt Cobblestone Stairs. Haben wir davon noch was da? Ja. Basalt haben wir noch zu Genüge. Halter Stacks würde doch reichen, dass wir genug Komatiit hier abgebaut bekommen. Dann haben wir noch genug in der Seite hängen. Erstmal nach unten. Vielleicht finden wir noch ein paar Erze oder sogar einen weiteren Höhlenabschnitt. Wieder eine langweilige Farming Session bzw. Mining Session bei Minecraft. Es sei denn, wir treffen auf eine Höhle und werden von den Monstern überrascht. Dann habt ihr was zu lachen und ich zum Ragen. Pickisch, okay. So hungrig fühle ich mich jetzt aber noch nicht. Weg. Wirklich bessere Spitzhacken. Auch wenn das noch abzubauen geht, brauche ich deutlich länger als normaler Stein. Oh, Eisen. Ist ja nicht verkehrt. Wieder ein bisschen Basalt für die Treppen. Ja, prima. Was ist das? Dolomit, okay. Ich würde sagen, wir bauen uns hier wirklich so einen kleinen Mineingang rein. Oder zumindest für ein paar bestimmte Steinsorten runtergehen. Wobei Komatit scheint mir oben vorzukommen. Hier unten kommt nur noch Basalt. Zufall? Oder gewollt? Ja, ist auch egal. Nee. Ich nehme alles zurück. Da haben wir doch noch genug Komatit. Vor allem Steinkohle hier. Normale Kohle. Ja, doch Steinkohle. Und ich sehe kaum noch was. Das heißt, es ist Fackeltime.
Es ist noch mitten am hellerlichten Tage. Ich höre links irgendwo Wasser. Das ist auf keinen Fall eine Höhle, die wir schon erkundet haben. Die alte Höhle mit Wasser liegt in dieser Richtung. Und wir brauchen jetzt erstmal eine neue Hacke. Zu Fall die Axt rauszuholen. Geht auch so. Diese Standard Minecraft Gesteinsorten hier wirklich flott abzubauen. Irgendwo links muss das sein. Wie gesagt, unsere einzige Höhle mit Wasser ist dort drüben. Nämlich unter unserem kleinen See. So, ist es links? Ist ja was? Wir machen mal eine kleine Probebohrung. Okay, das war weiter geradeaus. Wieder eine Fackel. Also unsere Wege und Mauern können wir auf jeden Fall zur Genüge bauen. Schon wieder fast ein ganzes Dekomatit voll und mehr als genug noch hier vorrätig. Jawohl, komm, den Stack machen wir noch voll. What the fuck? Es ist schon so dunkel. Ernsthaft? Will ich doch lieber. Nein, nicht mit Eiern. Mit Erde auffüllen. What the fuck? Was haben wir denn jetzt schon wieder hier? Je nachdem, wie ich mich drehe. Ja, das sind wohl kleine Anzeige-Bugs. Okay, und hier. Die Höhle muss wirklich in der Nähe sein. Wir verkriechen uns erst einmal in unser Bett. Und weil wir eine feige Sau sind. Ist wieder was gewachsen? Nein. Das war jetzt auch noch nicht ganz fertig. Ich muss wirklich sagen, gegenüber der HD-Version, dem 128-128-Pack, sieht das wirklich ekelhaft verpixelt aus. Aber man will sich nicht beschweren. Da passt zumindest der Pixelstil von den ganzen anderen Mods, die nicht abgedeckt werden mit den neuen Texturen. So, dann bauen wir es nochmal kurz. Damit wir noch zwei unnötig im Winter rumlungern haben. Wobei die ja noch gerade verbaut. Und ach, unser Apfelbaum ist gewachsen. Das ist nicht schlecht. Ich habe schon wieder irgendwo finstere Gesellen, Zombie und Enderman. Zum Teufel ist der Enderman in der Höhle unter uns? Ich höre den doch so deutlich auf dem rechten Hörer. Anders kann das auch nicht sein. Fahren wir weg. Dann kommt hier mal der weitere Weg hin. Da können wir noch durch. Das ist nicht verkehrt. Nein. Mit dem hier wollen wir auffüllen. Ist die Frage.
Frage, lassen wir dann die Erzwand so stehen oder bauen wir uns was aus den anderen Steinsorten? Weil das hier sieht ja auch nicht gerade schön aus. Naja, darum können wir uns später noch kümmern. Wir müssen erst einmal Werkbank aufstellen, neue Zäune bauen. Ja, bevor können wir uns noch basteln. Gleich ein paar Felder anlegen. Das ist das, was ich diese auf der Session noch fertig machen will. Und es noch eine halbwegs vernünftige Versorgung hier aufbauen. Ja, und ich Trottel habe zu viele Zäune gemacht. Jetzt haben wir nicht mehr genug für Wege. Ja, quatschen und dabei noch keinen Unsinn machen. Ich kann es einfach nicht. Ja, und du sollst das Gestein nachziehen. Schon ein guter Effekt. Von hier oben aus sieht es dunkel dort unten. Geht man aber an den Fackel ran, wird es heller. Nicht übel. Dann schlagen wir es wie aus der Wand mal kurz ein paar Blöcke raus. Ich weiß, wir könnten jetzt nach unten gehen, den Gang weiter buddeln. Aber erstmal haben wir hier auch Steinkohle. Und zweitens würden wir unten auf eine Höhle treffen, wo wir uns durchkämpfen müssten. Und die paar Fackeln, die wir haben, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Höhlentouren werden wir später noch viele haben. Aber hoffentlich werden wir nicht so verloren gehen wie Gronkh manchmal. Wobei das für euch wiederum spaßig wäre. So, kurz kratzen. Ja, das dürfte nicht ganz so reichen. Nee, reicht nicht mal ansatzweise. Wie brauchen wir noch? Nein. Drei Stück. Ernsthaft. Würde ich nochmal wegen drei verdammten Kommodit runter. Komm. Ja, mit dem Zeug. Kohle haben wir da auch noch ein bisschen. Aber ich mache mir lieber Holzkohle. Das gibt wenigstens nebenbei noch ein bisschen Erfahrung. Und halt ist jetzt nicht das seltene Material. Sieht immer dieses verdammte Gestein nach. Ist ja nicht verkehrt für andere Sachen, aber hier nervig. Hallo? Ja, das ging mir auch noch. Wieder drei Eier. Eier sind, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wenn jetzt bereits abgeerntete, also für Weizensamen abgeerntete Grasblöcke keine weiteren Samen mehr bringen. Da brauchen wir schon wirklich eine wirklich große Eierlegmaschine. Hier haben wir wieder was. Nein, nein. Und hier auch nichts bauen. Ja, hier haben wir fast die erste Kürbispflanze voll ausgewachsen. Ist ja nicht übel. Wir sollen uns aber langsam mal an die Felder machen. Zucchini nehmen wir noch eine mit. Sojabohnen, Erbsen. Wir machen von jedem erstmal nur eins. Das dürfte sich ja später noch rechnen. Exponentielles Wachstum, sage ich dann nur. Einmal können wir später noch gebrauchen. Kommt also dort mit hin. So, andere Tin, dass wir es gleich halbwegs passend liegen haben. So, machen wir noch was anpflanzen. Senf, Kaffee, Okra. Ja, komm. Bei von den Kanalup nehme ich zwei mit. Die geben mir dieses gutes, einfaches Essen.